Herzlich willkommen und schönen guten Tag zu Ihrem AIDA Primetime Magazin. Wir sind bis unter die Haarspitzen motiviert, weil es ist unser einjähriges Jubiläum. Und wir haben hier mal was vorbereitet, was wir uns so heute vorgestellt haben. Wir dachten, ein großes Buffet, schönes Opening mit 400 geladenen Gästen. Der Bürgermeister wird eine Rede halten. Wir haben Debütanten, die einen schönen Einmarsch machen und ein bisschen tanzen werden für uns. Eine Kunstfliegerstaffel soll es geben. Die Promis gratulieren. Eingeladen sind George Clooney, Madonna und Bibi aus dem Internet. Und dann ja, die große Präsentation auf der schwimmenden Leinwand, auf der Elbe und dann das schöne große Elbfeuerwerk. Außerdem natürlich für alle, die da sind, ein Free-Dodo-Cocktail. Oder wir machen eine Primetime-Show. Wie immer. Nur mit Konfetti. Happy Birthday und alles, alles Gute zum Geburtstag. Die bezaubernde Foodbloggerin Felicitas Ten war bei uns an Bord. Zusammen mit Günter Kroak hat sie mit den Gästen auf der Bella asiatische Köstlichkeiten zubereitet. Bitteschön. Ich bin Felicitas Ten aus Berlin. Ich bin Köchin aus Leidenschaft. Ich habe 2013 in The Taste gewonnen, diese große Show auf Sat.1 mit den Löffeln. Und ich war vorher Journalistin und habe mit dem Tag des Sieges quasi meinen Job gekündigt und mache seitdem alles mit Essen, was nur geht. Ich mache Pop-Up-Restaurants, habe einen Foodtruck, koche im Fernsehen, auf YouTube, blogge und versuche jetzt den Gästen eine gute Zeit zu bereiten. Mit 18 war ich schon mal auf einer AIDA und zwar auf der AIDA Bella. Ich habe von meiner Mutter zum Abitur die Mittelmeerreise bekommen und es ist natürlich umso schöner, jetzt quasi als Entertainment-Programm wieder da zu sein. Ich koche am Pool Sommerrollen für die Gäste und mit den Gästen. Es gibt ein Dinner im Rossini. Ich koche in der Primetime und wir grillen am Pool. Also ich muss sagen, für uns hier eine ganz besondere Geschichte, einmal mit Felicitas Ten auf dem Pooldeck zu stehen, da zu kochen, macht unheimlich viel Spaß. Tolle Geschichte. Mir geht es vor allem darum, die Leute zum Kochen zu animieren. Ihnen einfach zu zeigen, wie einfach es ist, leckere Dinge herzustellen. Und wenn nur zwei Leute jeden Abend wegen mir keine Pizza bestellen, dann habe ich meinen Soll erfüllt. Für mich ist diese Reise ganz besonders spannend. Ich bin ein riesengroßer Asien-Fan und deswegen sind die Ziele für mich sehr aufregend. Ich freue mich auf ganz, ganz viele besondere kulinarische Eindrücke und möchte an Bord und von Bord so viel essen, wie nur geht. Für mich gab es eigentlich noch nie ein wichtigeres Thema als Essen. Schon als Kind habe ich in die Poesiealben immer Kochen und Essen als Hobbys geschrieben. Ich wollte schon mit 12 Fernsehköchin werden, das war immer mein Traum. Und jetzt natürlich das Kochen noch mit dem Reisen zu verbinden, ist wirklich das Absolute für mich. Ich möchte mich bei allen Gästen bedanken, dass ihr bei mir in der Primetime wart, dass ihr mit mir auf der Bühne Sommerrollen gemacht habt und vielleicht hat ja der eine oder andere Lust, mal ein Gericht zu Hause nachzukochen. Das würde mich sehr freuen. Happy Birthday. Und nicht nur wir, das AIDA Primetime Magazin, feiern ersten Geburtstag, sondern auch AIDA Prima. Diese Woche beim Hafengeburtstag wird das ordentlich fest gefeiert. Und Captain Harms, den haben wir mal gebeten zu erzählen, wie das damals war. Aber er war nämlich dabei, er hat das Schiff abgeholt aus Nagasaki damals. Und er hat hier auch die Taufzeremonie begleitet. Viel Spaß. Ich bin zur See gefahren 1972 zum ersten Mal, habe dann Vollmatrose mit Abitur gelernt. Bin zu Anfang als dritter und zweiter Offizier auf Frachtschiffen, Containerschiffen oder Semikontainerschiffen zur damaligen Zeit gefahren. Und 1987 wurde ich gefragt, ob ich prinzipiell etwas dagegen hätte, auf ein Passagierschiff zu fahren. Hat insofern geklappt und dann wurde ich zweiter Offizier auf der damaligen Arkona. 1996 war ich dann bei AIDA, habe zuerst die erste AIDA auch mit in Dienst gestellt, also die eigentliche AIDA. Und bin dort dann anfangs Sicherheitsoffizier gewesen, später dann, ich glaube, seit 1997, 1998 Staffkapitän, bevor ich dann 2007 zum Kapitän berufen wurde. Und jetzt Kapitän auf dem größten Schiff der AIDA-Flotte, AIDA Prima. Es ist jetzt schon wieder ein Jahr her, als ich das erste Mal nach Japan geflogen bin, bin ich ja abends irgendwann angekommen und war erstmal im Hotel und wurde dann durch einen Kollegen morgens in Empfang genommen, bin mit dem Taxi rüber zur Werft gefahren und das Schiff war aber schon angemalt, es sah schon weiß aus, noch nicht ganz komplett, also die Welle und der Kussmund, glaube ich, waren noch nicht dran, aber ansonsten hatte ich schon den Eindruck, dass es sehr groß war, wenn man den Blick von der Nock hat. Im Vergleich zu unseren Sphinx-Klasse-Schiffen
ist es ja noch 50 Meter länger. Und die Größe des Schiffes war schon beeindruckend. Also die Taufe in Hamburg ist ja jetzt meine zweite gewesen nach Aida Mar. Aida Mar war auch schon sehr spektakulär mit insgesamt 4 Schiffen. Bei der Prima ist es natürlich noch mal etwas anders gewesen, weil der Liegeplatz anders ist. Wir haben im Gegensatz zur Mar diesmal auch, sagen wir mal, eine kleine, in Anführungsstrichen, Hafenrundfahrt gemacht. Das allerdings war bei relativ guten Wetterbedingungen. Es war natürlich erforderlich, dass wir ein genaues Timing hatten. Wir hatten also nur ein kleines Zeitfenster, an das wir uns halten mussten, weil auch andere Schiffe während des Hafengeburtstages ja noch unterwegs waren, wie die Europa. Mein Kollege Kapitän Becker war ja auch an Bord, der, während ich auf dem Taufbalkon gestanden habe, dann die Schiffsführung zusammen mit den Lotsen hier auf der Brücke übernommen hat. Und danach bin ich dann halt weitergefahren. War schon was Besonderes, ja. Alles Gute zum Geburtstag. Und natürlich auch in der Jubiläumsausgabe die Verlockung der Woche. Und diesmal ist es eine Reise, muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen, die möchte ich mit meiner Familie auch gerne machen. Rund um die Ostsee. Und wenn Sie noch weitere Informationen wollen, gehen Sie ins Reisebüro oder auf www.aida.de. Und jetzt kommt sie, die Verlockung. Bitteschön. Wohlfühlen auf AIDA. Das bedeutet, unterwegs zu sein. Zunächst von Warnemünde nach Tallinn, der estnischen Hauptstadt. Es geht nach St. Petersburg und weiter nach Finnland. Helsinki wartet mit nordischer Geschichte und Moderne. Unser nächstes Ziel ist Stockholm in Schweden. Weiter geht es dann zur geschichtsträchtigen Hafenstadt Danzig. Noch ein Stopp in Kopenhagen, bevor es zurück nach Warnemünde geht. Happy Birthday! Und aus den Bildern der Woche machen wir dieses Mal die Bilder des Jahres. Die schönsten Bilder, die wir das ganze Jahr über für Sie zusammengetragen haben. Hinterlegt diesmal mit der Musik von Wayne Morris, die Sie jetzt übrigens auch runterladen können. Und dann wünsche ich Ihnen viel Spaß. Was mit Konfetti? Let's go.
Kalorien in meinen Tee rein tue, muss Julio Brinke. Und ich immer zwischendurch, da. Und die anderen, oh no. Und es gibt ja Menschen, zu denen ich wirklich herabschaue. Nein. Wir haben mit ganz, ganz viel Mühe haben wir eine Konfetti-Maschine installiert über mir, die allerdings im Speicher relativ wenig Konfetti hat. Das heißt, jetzt ist es irgendwann vorbei mit dem Spaß. Das heißt, meine nächste Moderation muss so sein, dass wir nach Möglichkeit kurz reden und viel streuen. Ja.